So, hallo und herzlich willkommen zurück erstmal hier aus dem Auto mal wieder unterwegs, aber diesmal nicht Richtung Kunden. Lokale Geschäfte haben wir erstmal, soweit es geht, eingestellt. Auch wir nehmen das Ganze mit dem Coronavirus ernst. Ich mache jetzt natürlich nur noch die Backoffice-Sachen, also all das, was ich am PC dafür erstellen kann. Auch Michael, der ist momentan auch krank, hat aber kein Coronavirus zum Glück, hat nur eine normale Grippe, der liegt momentan flach, Stirnhöhlen alles dicht und so weiter und so fort. Und wir kümmern uns jetzt erstmal weiter um die Seite. Habt ihr ja auch schon gesehen, wir haben den ganzen Anmeldemechanismus zurückgeschraubt. Ihr braucht nur noch den Namen eingeben, E-Mail-Adresse und dann kommt ihr automatisch in den Testpartner-Pool. Das heißt, ihr seid erstmal in so einer Art Topf, in so einer Art Bottich drin und wir picken dann gezielt einfach Leute raus, mit denen wir diesen Test starten. Deswegen ist das gesamte System Easy Rating momentan kostenlos. Ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, es gibt Konkurrenz, gar keine Frage. Da dürft ihr euch für mehrere hundert bis mehrere tausend Euros erstmal einkaufen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, pass auf, okay. All die, die das jetzt machen möchten, wenn das nachher wieder abflaut mit dem Virus und wir dann wieder raus können und die lokalen Geschäfte besuchen, Erstkontakte herstellen und dann natürlich auch unser Easy Rating Produkt vermarkten dürfen, dann wollen wir das Ganze so haben, dass alle, die sich jetzt anmelden, das kostenlos erstmal in Angriff nehmen können. Das heißt, man kann sich da drinnen erstmal probieren. Man kann erstmal schauen, ist das überhaupt was für mich? Und dieser Anmeldepool, der jetzt momentan kostenlos ist, das Ganze wollen wir mit diesen Testpartnern machen. Also, dass die das komplett getestet haben, sich dann im Anschluss aber auch hinsetzen und sagen, okay, jetzt schreibe ich eine ausführliche Bewertung darüber oder ich setze mich hin, ich habe eine Kamera, eine Handykamera, ich nehme mal jetzt ganz kurz auf und erzähle einfach mal, wie das so war, ob das auch alles so passt, ob das auch alles so seriös ist, wie ich das in den Videos immer prophezeie. Deswegen wollten wir Testpartner und die wollten wir nicht bestrafen, ist ja auch so eine Sache. Also 99 Euro finde ich jetzt nun auch keinen Wert, wenn man da so viel mit verdienen kann. Aber wir haben gesagt, kostenlos. Kostenlos für einen Testpartner, damit er dieses Produkt testet, seine Dienstleistung ja trotzdem dafür als Vertriebspartner anbieten muss, das heißt den Erstkontakt herstellen. Schöner und einfacher ist es natürlich für Leute, die schon ein paar Restaurants kennen, am besten natürlich noch ein bisschen enger, wo man dann hingeht und sagt, du, schau mal, ich habe da was Geiles, willst du es mal ausprobieren? Und in 95% der Fälle ist es ja wirklich so, sobald die Testwoche zu Ende ist und man mit diesen Ergebnissen kommt, dann sind die Leute schon happy und sagen, wow, ist ja der absolute Knaller. Das hat so und so viel Bewertung mehr gebracht. Das hat Kundenzuwächse gegeben. Die Kundenliste wurde erstellt und kann weitergeführt werden. Und da wird jeder nach der Testwoche mit diesen Ergebnissen dann sagen, okay, mache ich weiterhin. Ne? Ich habe ja noch mein Ziel. Ich möchte ja als auf Platz 1 stehen in diesem Google My Business Fenster. Ist ja auch eine neue Art, habt ihr auch schon gesehen. Früher haben sie immer irgendwelche Seiten, da haben sie Agenturen beauftragt, die Schlüsselwörter, also diese ganze Meta-Tag-Konstellation bis ins kleinste Detail optimiert haben, damit die Seite, wenn man dann bestimmte Wörter eingegeben hat, damit die dann nach Möglichkeit auf Platz 1, aber erstmal so unter den ersten 10 kam. Das Ganze ist jetzt irgendwie weggefallen. Das heißt, dieser ganze Aufwand, dieser ganze Kostenfaktor fällt natürlich auch weg, weil relevanter sind jetzt aktive und ausführliche
und natürlich auch positive Google-Bewertungen. Sonst kommst du nämlich in dieses Fenster nicht rein, wo immer die ersten drei drin sind. Dieses Fenster hat natürlich auch noch viel, viel mehr Auswirkungen. Also mit Google Maps, überall wo das so gefunden wird, mit Facebook und. Also das harmoniert ja auch alles zusammen. Und diese Auswirkungen, die sind sowas von relevant und sind der Hauptfaktor für Erfolg und Misserfolg eines Offline-Geschäftes sozusagen. Denn machen wir uns nichts vor, in naher Zukunft wird jedes lokale Offline-Geschäft, was hier irgendwo steht, wird seine Besucherzahlen und seine Kundenzuwächse definitiv über das Internet generieren. Ich merke es an mir selber, und wenn ihr euch da selber auch mal wirklich akribisch hinterfragt, nach welchen Kriterien sucht man denn jetzt schon? Man hat einen Zugriff auf einen absolut großen Pool. Und zwar Bewertung, Erfahrungsberichte der Kunden eines Produktes. Das gilt jetzt nicht nur für Produkte, die man in irgendwelchen Läden kaufen kann, sondern ich schaue auch, wenn ich zum Beispiel esse oder Essen bestellen möchte, wenn da schlechte Bewertungen sind, habe ich natürlich immer Angst um Hygiene. Das sind dann so die Alarmglocken. Also muss es natürlich für einen Restaurantbesitzer absolut von höchster Wichtigkeit sein, dass sein Restaurant, so wie es in Google My Business steht, mit den besten Bewertungen befleckt ist. Logisch. Eine schlechte Bewertung, ohne dass man sie alleine auch nur gelesen hat, kann natürlich auch jetzt irgendein Servicefehler sein, wo der Kunde dann unzufrieden war und sagt, Mensch, die Bedienung war schlecht drauf und hat mich angemacht oder hat mich nicht so behandelt, wie ich das gewohnt bin als Kunde. Aber wenn ich denn so gucke und schaue mir Bewertungen, und das ist jetzt ja nur eine Branche, ein Bereich von irgendwelchen Restaurants an, dann ist das so eine Negativbewertung, oder wenn man dann sieht, nicht 5,0 von 5,0, sondern 3,8 von 5,0. In den meisten Fällen scroll ich weiter. Dann ist es für mich natürlich nochmal relevant, wie viele Bewertungen hat der. Hat der nur 5 Stück und davon sind viele schlecht? Bewerte ich das nochmal anders, als wenn der 5000 hat und davon hat er eine 3,8. Ja, ich sag mal so, zu Anfang, wenn man wenig Bewertungen hat und man hat ja nur eine 3,5, dann hast du ja in den meisten Fällen, ist das keine Kundenbewertung, dann ist das eine vom Mitbewerber, um seinen Konkurrenten gleich mal einen reinzudrücken. Ne? Bevor du hier überhaupt hochkommst, kriegst von mir erstmal schlechte rein. Das bewerte ich meistens dann so. Da schaue ich dann auch genauer hin. Aber wenn da einer schon 5000 Bewertungen hat und der ist bei 3,5, dann werde ich natürlich hellhörig. Wenn so viele sagen, du, das ist gar nicht so toll, das Essen. Auf jeden Fall, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ich will hier jetzt nicht lange ausschweifen. Momentan haben wir Easy Rating auch ein bisschen auf die Pause gelegt. Ich arbeite im Office ein bisschen an den Seiten, optimiere die, verfeinere die noch, richte jetzt noch die Reste ein für die Testpartner, die ganzen 7 Videos. Seid ihr dazu, bekommt ihr dann über das Anmeldevideo, wie das Ganze aussieht, habe ich ja auf unseren ganzen Seiten, wo man sich auch eintragen kann, als Videoformat hinterlegt. Das heißt, ihr könnt schauen, was passiert genau bei der Anmeldung? Welche Wege gehe ich da? Kommen da Folgekosten auf mich zu? Das ist ja auch immer eine Frage, die aufkommt. Nein, es kommen keine Folgekosten zu. Mensch, wie oft noch? Wurde ich jetzt auch schon öfters angeschrieben. Ich bin keine Abzockfirma. Und das möchte ich auch niemals sein. Es wird keine Folgen. Und wenn es Kosten geben sollte, dann werde ich die explizit und auch nicht nur in kleiner Schrift irgendwo auf einer Seite schreiben, sondern groß und in Rot. Damit ihr wisst, oh, da muss ich jetzt was bezahlen. Ich meine, gut, ich kann die Sorge natürlich verstehen. Weil es gibt so viele Abzockfirmen.
Ich war jetzt in vielen Gruppen. Viele Gruppen habe ich mir angesehen. Nebenverdienst, Homeoffice, all die Gruppen auf Facebook. Und habe mich natürlich überall, kannst du schreiben, Info bitte, PN bitte, um dir mal anzuhören, was die so haben. Sondern schreiben sie dich über Messenger an. Boah, Junge, da ist aber auch ein Schwachsinn bei. Also der schreit ja schon nach Kriminalität. Du kannst zwischen 400 und 4000 Euro verdienen, wird dann da beworben. Und dann habe ich mal gedacht, so okay, Info bitte. Dann kommt da irgendeiner mit einer Kryptowährung. Also, habe ich schon mal gehört, aber dass das jetzt so publik ist, dass wir schon mit so einer Währung zahlen. Es mag auch natürlich meine Unwissenheit sein zu dieser Kryptowährung, aber jetzt soll ich da irgendwelche Pakete kaufen, damit ich irgendwelche PL blablabla und Währung und da gibt es dann Millionäre, 100 Millionäre und was soll das denn für ein Schwachsinn sein? Wie kann ich denn damit Geld verdienen, wenn ich erstmal ordentlich was reinbuttern muss? Das heißt, ich muss ja wieder einen finden, der da auch wieder diese ganzen Pakete kauft, damit ich von dem Verdienst dann auch noch was abkriege. Und der muss auch wieder ein... Dann können wir uns ja gleich das Geld zuschieben. Pass auf, ich gebe dir 100 Euro, ne? Und von den 100 Euro gibst du deinem Partner 50 Euro und du darfst 50 behalten. Und der andere hinter mir gibt mir 100 Euro, davon darf ich 50 behalten und du kriegst nochmal 50. Und der kriegt 100 Euro und dann kriegt der 50 und der... Ja, so ein Schwachsinn. Also das hat für mich mit Geldverdienen nichts zu tun. Das nennt sich einfach Geld schieben. Und ob das jetzt mit einer Währung ist, die man sich erfindet und sagt, so du zahlst hier erstmal ein und dann kriegst du hier per Computer eine Zahl eingespielt und das ist jetzt deine Währung und wenn du das irgendwann mal verkaufst, dann bist du ein Millionär. So ein Schwachsinn, ja, ist es nicht. Mag vielleicht auch funktionieren, das System. Ich will ja auch keine Systeme schlecht machen. Also ich nehme das mit dem Schwachsinn wieder zurück. Wer das auch immer macht, alles gut. Wer damit Geld verdient, auch gut. Für mich ist immer nur, wenn man Geld verdient mit etwas, was nicht produktiv oder einen Mehrwert hat für jemand anderen, sondern einfach nur eine Ausgabe, von der er nichts hat, dann ist es für mich Abzocke. Ne? Wenn einer etwas investiert, damit ein anderer einen Mehrwert nur vom Geld hat, ohne etwas Produktives zu bekommen. Und der andere einfach nur investiert hat und jetzt sich auch einen Blöden suchen muss, der auch wieder investiert, damit er selber was hat. Das ist für mich Abzocke. Und wir bieten ja einen absoluten Mehrwert. Easy Rating, das ist ja nur ein Projekt von vielen, sorgt dafür, dass die lokalen Geschäfte 3 Probleme gelöst kriegen. Und wir reden hier ja nun echt von gravierenden Problemen, ne? Kundenbindung, Ranking, und Sichtbarkeit allgemein in den Suchmaschinen. Wenn ich mir mal angucke, eine Google-Bewertung, wenn ich sie faken möchte, das heißt, wenn ich ein Unternehmen oder eine Agentur beauftrage, was ist das? Sprungschanze hier, wenn ich die beauftrage, dass ich eine Bewertung inklusive ausführlicher Beschreibung bekomme, dann muss ich 25 Euro bezahlen für eine Bewertung. 25 Euro. Weil diese Google-Bewertung so viel ausmacht, ist die so teuer. Es gibt auch Billigunternehmen, da kriegst du sie für einen Zehner. Da kriegst du, weiß ich nicht, wo die dann herkommt. Also da muss man auch mal gucken. Da merkt Google dann auch, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kriegst du natürlich auch noch von Google einen reingedrückt. Deswegen, aber wenn du eine seriöse, echte, ausführliche Bewertung haben willst, 25 Euro. Wenn du jetzt mit unserem Aufsteller, der ja deine Kunden spielerisch dazu animiert, nämlich auch noch mit Wecken der Neugierde des Menschen, Lust auf eine Überraschung oder Geschenk oder wenn du eine eigene Idee hast und sagst, nein, ich möchte, dass das auf meinem Aufsteller steht, und ich möchte, dass genau das der Chatbot dann sagt. Kann man natürlich alles individuell anpassen. Ist überhaupt kein Problem. Da sind wir absolut offen. Wir können alles. Fast alles. Aber auf jeden Fall, wenn du die Neugier des Menschen wächst und er scannt dieses Ding,
Und er durchläuft einen kurzen Prozess von maximal, wirklich maximal 1,5 Minuten. Und dann hat er dich bewertet und ist auf der Abschlussseite zu seinem Geschenk, zu seiner Überraschung. Und bekommt dann von dir was auch immer. Also ob das ein kleines Heißgetränk, ein Goodie, kleines Präsent, ein Rabattcode, Prozente, eine Einladung zu irgendwas. Was das auch immer sein mag. Das liegt ja in deinem Ermessen, was du den Kunden dafür geben möchtest. Dann merkst du ja, dass du so spielerisch diese Bewertung bekommst, obwohl die ja so einen drastischen Mehrwert hat. Diese Bewertung positiv mit gewissen Wörtern drin, das heißt eine ausführliche Rezension, hat absolute Auswirkungen auf dein Unternehmen. Und das muss man verstehen. Wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, dass dieser Aufsteller ein absolutes Must-Have in jedem, und damit meine ich jetzt erstmal speziell Restaurants. Bewertung ist das eine, Ranking ist das andere. Aber das Scannen dieses Aufstellers sorgt ja auch dafür, dass die Kunden, die für dich vorher nicht sichtbar waren, du lebst ja nur von Laufkundschaft, wenn du ein Restaurant hast, dass du die das erste Mal für dich sichtbar machst in deiner eigenen Kundenliste. Jeder, der den Aufsteller scannt, wird sofort registriert, wird in einer Liste geführt. Das heißt, jeder, der gerne bei dir essen geht und eine positive Bewertung abgibt, ist ja schon mal absolut loyal deinem Unternehmen übereingestellt. Hier esse ich gerne, es gefällt mir. Dafür habe ich ein Däumchen abgegeben, 5 Sterne, dafür habe ich auch nochmal reingeschrieben, explizit, was ich toll finde. Und der wird jetzt in einer Liste gesammelt, in einem Topf. Und irgendwann sagst du, so okay, pass mal auf, mit meinen Bewertungen, ich bin jetzt hier Platz 1, das reicht mir auch, ist alles gut. Oder vorher schon, das ist, bleibt ja alles dir überlassen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. So, jetzt möchte ich mal diesen Kundenpool, den wir ja jetzt sichtbar gemacht haben, möchte ich jetzt mal ein bisschen nutzen und möchte meine neuen Artikel anpreisen. Wir kriegen hier Kaltgetränke neu rein, wir kriegen hier Specialpreise rein, wir kriegen hier dies, wir kriegen hier das. Und mit einer Benachrichtigung, die du mir schreibst und ich einen Knopf drücke, bekommen alle Kunden, die das Ding jemals mal gescannt haben, bekommen diese Push-Benachrichtigung, diese Push-Werbung, dass du etwas Neues hast, etwas Tolles, andere Preise, wie auch immer. Und das muss man halt verstehen. Und das System kann man auf alles ausrichten. Auf all das, was sich ein lokales Geschäft halt wünscht. Auf alle Gegebenheiten können wir dieses System anpassen. Kommt natürlich immer darauf an, welches Paket du von diesen beiden wählst. Wir haben ja ein einfaches Paket, was kostengünstig ist. Muss natürlich auch, das ist für uns dann natürlich auch kostengünstig, weil wir da nicht so viel Zeit reinstecken müssen. Und dann gibt es halt das teurere Paket. Da kriegst du aber alles bis ins kleinste Detail angepasst. Und je nachdem, was dir das wert ist und was dir das überhaupt bringt nachher, ist ja nicht nur mehr Kunden, mehr Umsatz, sichtbare Kunden, mit denen du Werbung schalten kannst in Zukunft. Das hat ja so viele Auswirkungen. So viele Auswirkungen. Alleine nur für ein, ich sag mal, ein Liefergeschäft. Ja, was weiß ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber irgend so ein Pizzabote. Weil wenn der dauerhaft und aktuelle, wenn die so reinflattern, da braucht man keinen Tischaufsteller machen. Da habe ich auch noch ganz, ganz viele andere Ideen, wie man da den Kunden dazu kriegt, das spielerisch zu absolvieren. Ist auch alles kein Problem. Wenn der dauerhafte positive Bewertung, so, und wenn du nachher irgendwo bei irgendeinem Lieferservice raufguckst und sagst, boah, 3000 Bewertungen, 4,8 von 5,0, da gucke ich auch gar nicht mehr weiter. Mit so einer Masse an Bewertungen und so einem positiven Ranking,
da bestelle ich. Da gucke ich gar nicht lange, da gucke ich gar nicht weiter. Das ist für mich mit das höchste Ranking. Und dann wirst du ja natürlich auch aufgrund dessen ganz oben angezeigt. Und das ist ja gerade das Kuriose. Du kommst nachher gar nicht mehr runter. Das geht nur noch steil. Das wird so skaliert, dass dir Hören und Sehen vergeht. Und das ist diese Win-Win-Situation für beide Parteien. Du machst den Vertriebspartner, also den, du machst den, erstmal macht der Vertriebspartner den Geschäfteinhaber glücklich. Der macht viel mehr Knete. Für den sind diese monatlichen Abokosten für diesen Aufsteller nachher nur noch nebensächlich. Portokasse. Und du wirst davon bezahlt. Und je mehr du natürlich Aufsteller vermarktest, umso mehr Geschäften geht es besser. Umso mehr Geschäften es besser geht, umso besser geht es dir. Das spricht sich dann ja auch rum. Also du brauchst nachher keine Kaltakquise mehr betreiben, um dann irgendwo dir Termine zu machen, rumzufahren. Das spricht sich ja nachher irgendwo so ein bisschen rum. Man sieht ja auch anhand deiner Ergebnisse, da wird nachher, also du wirst wahrscheinlich nachher das Problem haben, dass du in den Geschäften gesagt bekommst, du kannst du da bitte nicht hingehen, das ist ein Mitbewerber, nicht, dass der auch noch so, das wird nachher das Hauptproblem sein. Aber das wird sich rumsprechen und du wirst es so leicht haben, so leicht als Vertriebspartner. Das Einzige ist der Erstkontakt, der hergestellt werden muss. Das ist diese Hürde, die du überwinden musst. Das kann man über Mitarbeiter vom Geschäft machen, das kann man über, wenn man einen Freund hat, darüber machen. Man muss ja irgendwie nur zu einem Entscheidungsträger kommen. Der das sagen darf. Der sagen darf, ja, den kannst du hier mal hinstellen, den Aufsteller, ich gucke mir das Ganze mal an. Und wenn du das hingekriegt hast, ist alles schon gewonnen. Weil es kostet ihm ja erstmal nichts. Da steht ein Aufsteller. Man sagt ihm dann nur, um das Ganze natürlich auch, weil so eine Testwoche, diese 7 Tage, da passiert nicht so viel. Aber dass man dann auch sagt, explizit für seine Mitarbeiter, dass man denn den Kunden auch darauf hinweist, Mensch, wir haben hier was, kleine Überraschung gefällig, einmal scannen und dann den Prozess durchlaufen, alles gut. So, die machen das, klicken das und dann hat er in dieser Woche 50, 60, 70, 80 Bewertungen dazu. Jetzt kannst du dir ja schon mal den Wert mal 25 Euro pro Bewertung, wenn man sie offiziell gefaked kaufen würde. Aber das mal weg. Wir wollen ja keinen unseriösen Scheiß machen. Aber so, jetzt hat er so viel Bewertung dazu. Und dann wertest du das aus und gehst hin und sagst, schau dir das mal an. Diese Auswertung, die bekommt ja jeder Vertriebspartner von mir. Ich werte das aus. Es gibt da Bildmaterial, Textmaterial und damit gehst du einfach nur hin. Das mache ich meistens in einer Präsentationsmappe. Das ist alles schon fertig. Mit der kannst du, wenn du so ein Tablet hast, kannst du umblättern und zeigen. Schauen Sie mal, Bewertung vorher, Bewertung jetzt. Schauen Sie sich mal Ihr Ranking an. Vorher da, heute hier. Ja, zudem noch unsere Kundenliste. Das heißt, mit denen können Sie jetzt oder diese Liste, diese ganzen registrierten Kunden können Sie jetzt viel, viel enger an Ihr Geschäft binden. Wenn Sie mal eine Werbung schalten, bupp, da haben wir schon mal eine Liste, einen Pool, auf den wir zugreifen können, was Sie als Restaurantbesitzer vorher nicht konnten. Ich rede immer von Restaurant. Das geht in jeder Branche. Friseur, Fitnessstudio, Bücherclub, was auch immer, Hotels. Das funktioniert überall. Halt nur in einer anderen Form. Wenn keine Tische da sind, kann man keinen Tischaufsteller machen. Aber da sind wir flexibel. Das können wir alles variabel implementieren. Bei jedem System. Und deswegen sage ich, überlegt euch das gut. Gerade jetzt nach der Krise braucht ihr einen Turbo-Boost. Und Easy Rating ist auf jeden Fall, egal für welches Unternehmen oder für welche Branche, Easy Rating ist der Turbo-Boost für deine Kundschaft. Aber da kann man predigen, so viel man will. Man kann es so kostenlos machen, wie man möchte. Du musst es selber wollen. Das ist der Hauptfaktor. Du als Vertriebspartner musst es wollen. Du musst Bock drauf haben, zu Leuten hinzugehen und zu sagen, hey, schau mal, ich habe hier was. Guck dir mal ganz kurz dieses bei dir animierte Video an. Ist das nicht geil? Wollen wir das mal bei dir machen? Testwoche. Ne? Ich stell dir hier was hin. Danach komme ich nochmal auf dich zu und dann schauen wir mal.
Und der Geschäftsinhaber, der muss das natürlich auch wollen. Ich habe es auch schon gehabt. Wir sind zu einem Geschäft hingefahren, der dann erstmal, war auch ganz nett, aber hat dann gesagt, ja, ich habe hier keine Zeit, da keine Zeit. Der hat den Aufsteller gar nicht hingestellt auf den Tisch. Der, bei denen haben wir sogar 2 Wochen gemacht. Das Ding wurde nie gescannt, weil der den nicht auf dem Tisch hatte. Den hat er hinterm Tresen niedergestellt. Ich kann dem dann natürlich auch nicht helfen. Heißt aber nicht, dass mein System versagt hat. Ne? Er hat ihn nur einfach nicht präsentiert. Und dann hat er meines Erachtens das einfach nicht verstanden. Dann ist er das aber auch nicht wert. Also ich, das soll jetzt auch nicht arrogant klingen. Aber wenn einer meinen Aufsteller nicht auf den Tisch stellt, sondern hinterm Tresen, um zu hoffen, dass ich dann irgendwie komme und sage, oh, hat ja wohl nicht, ich weiß, dass das denn nichts gebracht hat, dann hätte ich den auch gar nicht hinstellen brauchen. Haben wir auch gehabt. Also auch solche Geschäfte gibt es, aber keine Sorge, dann ist das so. Dann möchte der das nicht und dann schließe ich das auch ab. Gut, meine Freunde, das war es erstmal, dieses Statement dazu. Weiteres folgt dann, schaut einfach mal wieder rein, immer mal wieder auf diesen YouTube-Kanal. Ansonsten, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, abonnieren, Glöckchen aktivieren und ihr seid dann auf dem neuesten Stand. Bis dahin, rinjauen und tschüss.